Hallo. Wie geht's lang? Bitte schön. Hallo. Insgesamt waren 21 Songwriter vor Ort. Sie kommen aus 6 Nationen, aus Schweden, Holland, Ungarn, Polen, Österreich und Deutschland. Und mit denen gehen wir, um uns erstmal kennenzulernen, gemütlich essen. Die 21 Songwriter wurden in 7 Teams eingeteilt, das heißt, dass pro Team 3 Urheber geschrieben haben. Geschrieben haben sie zum Teil nach unseren Vorgaben, so wie wir glauben, wie ein guter Song klingen sollte, in welche Richtung er gehen soll, thematisch auch Stilrichtung. Und zum anderen haben wir teils von Plattenfirmen, die gerade für einen bestimmten Act einen Song suchen, für diese Acts schreiben lassen. Wir haben das jetzt einmal gestartet und schauen wir mal, wie sich das entwickelt, was herauskommt. Natürlich, wenn schon so viele gute Songwriter da sind, die teils ihre Verlagschefs mitbringen, haben wir uns überlegt, ja, dann müssen wir schon was für die Musikbranche auch noch machen. Und naheliegend dazu ist natürlich so ein Summit zu veranstalten, wo sich die Musikbranche treffen soll. Und so wie es eben ausschaut, wird es eine recht interessante Sache. Es sind verschiedenste Leute aus den Medienbereichen, von den Schallplattenfirmen, von anderen Verlagen, von den Medien, eben wie Zeitschriften, Radio, Fernsehen, werden da sein. Wir starten das einmal und schauen, was das Ergebnis dann ist. Und eben, wir sind hier im hintersten Lechtal in Tirol. Das Ganze, das Lechtal hat ja sehr viel Bezug mit Musik. Entstanden ist das früher durch einen Franz Koch, der sicher bekannt ist, der das in den 70er Jahren gestartet hat in Elbegenalb, das Franz Koch Tonstudio, wo ich dann 1982 dazugestoßen bin. Franz Koch hat dann sich dann entschlossen, den Musikbereich zu verkaufen an Universal. Ich bin dann bei Universal einige Jahre verblieben. Doch zunehmend ging das mehr in Richtung Ziffern, Controlling etc. und immer mehr weg von den Künstlern. Somit habe ich mich entschlossen, selbstständig zu werden. Das war ursprünglich in Reute in der Firma und seit einem Jahr sind wir heraufgezogen in unsere Heimat. Natürlich ist es nicht so einfach, da die entsprechenden Mitarbeiter zu finden, aber mit entsprechender Ausbildung, Know-how, Weitergabe, Kontakte, Vernetzung, unterwegs sein, wird uns das sicher gelingen. Und in der Zwischenzeit sind wir jetzt, glaube ich, 7 Jahre selbstständig unterwegs und die Erfolge haben uns das Ganze bestätigt. Wir sind einer der größten unabhängigen Verlage in der Zwischenzeit im deutschsprachigen Raum. Und unser Ziel ist es, mehr im Pop-Bereich auch aktiv zu werden. Im Schlagerbereich sind wir schon sehr, sehr stark. Und aber auch im Filmmusikbereich ist ein ganz interessantes Thema. Wir verwalten zum Beispiel auch den ORF-Verlag, die Bavaria Filmstudios und so weiter. Und ja, somit kommen wir zurück hier zum Filmen und wir hoffen, dass wir ein paar schöne Tage jetzt noch haben. Das Wetter passt jetzt noch und dass die ganze Veranstaltung reibungslos über die Bühne geht. Your heart is the truth, and I'm down.
chose for the pop, and for this one, but you never know. I don't know how you pronounce it. Ivy Quano. But we'll see what happens. That's always the case. You start something as a start, and you never know where it's gonna be at the end. So we'll see. Oh, I love that sound. Love that sound. Oh, when you make your rounds, you're coming for me. You're coming for, I don't know everything. Schon die Hook direkt? Ich weiß es nicht, aber vielleicht. Mhm. Weil eine Strophe sollte dann schon viel, viel gedämpfter sein. Genau. Yeah, I'm very glad I was invited to this, because I wasn't sure at first, and I'm unpublished. I've never been to one of these camps before, so it's all quite exciting. And I think the location's great. And unfortunately, I won't be able to go skiing, but I think it's a nice add-on, like a nice little, like a present at the end of this. And I'm very, very happy to be here. Also ich habe mich für das Event hier entschieden, weil ich einfach gehört habe, wir schreiben in einer Holzhütte oder in einem großen Holzhaus, und das Ambiente war einfach so, da konnte ich nicht Nein sagen zu. Ich habe noch nie ein Songwriter-Camp gehabt in den Bergen mit Schnee und Liegestühlen in der Sonne, wo man dann relaxen kann, also würde ich jederzeit wieder machen. Now we're together. Wenn du eine kalte Stimme hast und du fängst an zu singen, dann musst du das immer aufgähnen. Ich geh raus, ich dreh auf, rock das Haus, so. Ich flipp aus, ich geh ab. Ach, schon nicht ganz so zart, meinst du? Ich will ein bisschen mehr mit Pep singen. Okay, dann halt noch verbunden. Okay. Ich geh raus, ich dreh auf, rock das Haus, ich flipp aus, ich geh ab. Scheißegal, was morgen ist, dass die Zukunft bringt, ist ungewiss, weil es ist eo, eo, alles klar, eo, eo. Scheißegal, was gestern war, ich bin feiner als das letzte Mal, ich sag eo, eo, alles klar, eo, eo. Ich muss euch erstmal ein Kompliment machen, das ist toll organisiert, also ich bin wirklich begeistert, und ich persönlich fühle mich hier sehr wohl, wobei ich habe auch nichts anderes erwartet, wenn ich mal ehrlich bin, und ich finde es hohe Qualität an Songs. Ich bin ja ein bisschen durch die Studios getigert gestern und war doch erstaunt, wie sich die Songs jetzt anhören, wo sie präsentationsreif sind. Also in meinen Augen war das ein voller Erfolg, und ich habe schon 2-3 Hits gehört. Es war für mich das erste Songwriter Camp, und ich bin mit gemischten Gefühlen ehrlich gesagt hergefahren, weil ich ein bisschen unsicher war, was da auf mich zukommt. Und bin dann am ersten Tag gleich an ein total nettes Team gestoßen und habe eigentlich nach einer halben Stunde gemerkt, das wird super. Es ist dann ein sehr schneller Song, ein erster Song entstanden, den wir bis zum Abend fix und fertig gehabt haben. Und danach war es eigentlich nur noch Freude und Spaß an der Sache, wirklich, muss ich sagen. Und vielen Dank für die Einladung.
Ja, na super, war das eine super Idee, genial, was da rausgekommen ist, der kreative Input war super. Man hat auch gemerkt, wie sich die Leute da im Rahmen dieser Sammelsache gefunden haben, und also da bin ich wirklich ganz baff. We wrote several hits actually and made a lot of new connections and was great, yeah. Everybody here has done a hit, you know. Everybody is really, really, really high in their own countries, and they have done a lot of hits and stuff like that. But coming to this place and just feel welcome, and you do this kind of thing together, yeah, it really, really is a new thing, you know. It's really another thing. It's not cool. Es war genial. Also, ich war schon bei einigen Songwriter Camps, aber ich habe es noch nie so familiär und so gut organisiert und so bemüht, auch, also bemüht im positivsten Sinne, gesehen, dass es so, es war einfach arg. Weißt du, ich war 2 Tage untergebracht, also wir haben 2 Tage lang geschrieben im Wohnzimmer von dem Leopold. Ich meine, das ist ein Ureinwohner von Tirol, von Steg. Und wir waren da in seinem Wohnzimmer, weißt du, der schläft nebenan. Das alleine war schon mal krass. Und heute eben auch dort, wo wir untergebracht sind, auch im Schlafzimmer geschrieben praktisch und produziert. Und es war super, dass so viele lauernde Songwriter eingeladen worden sind und ich mit ihnen arbeiten durfte. Und ich glaube, es sind wirklich gute Songs, was heißt gute, Spitzensongs, Hits entstanden. In 2003 habe ich zum ersten Mal den Mount Elias gesehen. Nachdem hier viele Profis im Saal sitzen, sie wissen ganz genau, wie wichtig die Musik zum Film ist, nämlich Emotion, die Bilder, die Kraft der Bilder verstärkt. Man stelle sich diesen Film vor, nur mit dem Knirschen der Ski und dem Heulen des Windes. Wäre auch spannend. Aber so werden die Bilder noch viel wuchtiger. Lieber Andi, auch dir Gratulation. Toller Job, toller Film. Aber du bist im Studio gesessen, gell? Ja, ich war das Base-Camp. Ganz weltweit. Die Kombination zwischen Sport und Musik haben wir heute gesehen, bei diesem Film, ne? Von den Bergsteigern, die diesen Berg bestiegen haben, der noch nie bestiegen worden ist. Und dieses Musik mit diesen Momente, wo diese Männer, sag ich mal, in eine extreme Situation, lebensgefährliches Berg, ein Berg, wo keiner weiß, wie das sich verhält. Gefahren von Lawinen und Gefällen und Steinschlag und Gletschern und Spalten und alles Mögliche. Zusammen mit dieses, sag ich mal, dieses unfassbare, sag ich mal, wunderschöne Musik, komponiert von einem österreichischen Komponist. Es ist Gänsehaut. Ich finde es total spannend, weil ich bin ja eher so der unabhängige Independent-Künstler und bin eigentlich selten eingeladen zu solchen Sachen. Deshalb freut es mich, dass hier zu sein und auch Zusammenarbeit mit dem Schädler Verlag. Und ich kenne so 1-2 Songwriter, die da sind, und die haben anscheinend so viel Spaß gehabt in den letzten Tagen. Also ja, dürfte eine super Sache sein. Natürlich, kann ich so. Schindler Summit.